Guten Morgen. Gerd, moin, moin. Ja, da fange ich mal an. Ja, nachdem du, sorry, liebe Freunde, nachdem Gerd mir gesagt hat, was hast du gesagt? Ich habe dicke Augen, oder? Ja. Okay, Freund, ja. Gerd, mach Du weiter. kennst diese wunderbare Formulierung von Emile Zola zu so Okay. einem Zustand des Gesichtes. Ich bin Er Chemiker. sagt, das sind die Faustschläge des Genusses. Das ist aber cool. Faustschläge des Genusses. Wow. Ja. Wir wollen uns aber nicht damit heute beschäftigen, sondern mit dem Thema Matrix und Realität. Matrix ist ein Paradigma, mit Matrix ist ein Paradigma gesetzt worden durch den Film, der 1999, der erste Film von dreien erschienen ist, wo ein bestimmtes Szenario entwickelt worden ist, im Grunde auch schon sehr vorausschauend nach unserer Meinung. Was sich da abspielt, wird gleich vielleicht nochmal kurz umreißen. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute in einer Situation uns befinden, wo wir es zu tun haben mit vielen Matrizes, also das heißt mit vielen vorgestellten Eigenwelten, die nicht miteinander korrespondieren. Und die Frage, die sich daraus ableitet, ist, welchen Bezug haben die zur Realität einerseits? Und was ist überhaupt noch Realität in den vielen virtuellen Realitäten, mit denen wir konfrontiert sind? Und die andere Frage ist, gibt es eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Welten und Realitäten, die angenommen werden? Das ist so der große Bogen, den wir heute spannen wollen, wie immer in einem Parcoursritt über 40 Minuten maximal. Und ich würde jetzt einfach mal zur Ausgangslage oder wegen der Ausgangslage dich fragen, Hartwig, was wird da in dem Film eigentlich für ein Szenario entwickelt? Nochmal für alle, die sich da nicht mehr so genau erinnern können oder die ihn noch nie gesehen haben. Ja. Also 21 Jahre her von Regie haben die spektakulären Wachowski-Brüder, Schwestern. Ich glaube, das Geschlecht wandelt bei den beiden immer ein bisschen, oder? Selbstverständlich. Geführt und Blick in die Zukunft, die künstliche Intelligenz. Sorry, vielleicht noch kurz unterbrechen. Ach Gott, ich sehe gerade den Willi vorbeischweben, unseren Freund Willi, und der guckt auf uns runter oder hoch. Und Willi fordert immer, dass wir so ein bisschen verständlicher sein sollen. Ja, dann bemühe dich mal. Ja, okay. Und aber nochmal Wachowski und Matrix. Jetzt will ich nicht lehrerhaft klingen, also ich bin nicht Lateiner, habe nachgeschaut, Wikipedia, Matrix aus dem Lateinischen von Gebärmutter. Und das Thema des Filmes ist, künstlich intelligente Roboter erobern die Welt und die Roboter sind angewiesen auf Energieversorgung. Und ich weiß nicht, was die Menschen da machen. Und die Energieversorgung kommt durch Solarenergie. Irgendwie schaffen es die Menschen dann, dass die Erde komplett in Wolken eingehüllt ist und dass es mit der Stromversorgung für die Roboter nicht mehr klappt. Und die Roboter haben dann eine alternative Lösung, die hat dann mit Matrix, mit Gebärmutter zu tun. Also wenn ihr euch, was sie gemacht haben, wenn ihr euch mal eine Walnuss vorstellt und nehmt die auseinander und stellt euch vor, die Roboter haben dann so Behältnisse wie eine Walnuss kreiert und in diesen Behältnissen sind Menschen in der Nährlösung. Und da gehen Schläuche rein. Und die Menschen sind so etwas Ähnliches wie aufgeladene Batterien. Ja, die beliefern halt die Roboter mit Energie. Und jetzt wird es unappetitlicher. Die müssen von irgendwas leben. Die leben dann, die Menschen in diesen Matrizes leben dann von irgendwas kleingehäckselten, gestorbener Menschen irgendwie. Und dann gehen noch ein paar Drähte in den Kopf hinein. Und sagen wir, als Mensch lässt man das nicht so ohne weiteres gefallen, dass man eine Batterie ist für die im Rahmen einer Energieversorgung für Roboter. Und deswegen wird in den Gehirnen der Menschen, in dieser Gänsefüßchen-Walnuss, wird die Illusion von Realität erzeugt.
Das sind ganz, ganz mächtige Computer, die zum Beispiel, wenn jetzt, vielleicht liege ich ja auch in der Walnuss und im Augenblick wird in meinem Gehirn die Illusion erzeugt, ich unterhalte mich gerade mit dir. Und all das, was im Laufe des Tages passiert, wir machen ja jetzt heute keinen philosophischen Exkurs, das ist halt schwierig zu entscheiden, was wirklich Realität ist. Und die Roboter haben dann in diesem System eine riesige Anzahl dieser Matrizes und mit denen versuchen die Menschen ruhig zu halten. Und dann gibt es natürlich eine Gruppe von Menschen, die das durchschaut hat und die Roboter, die Menschen in den Matrizes hat zu befreien versuchen. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Und der Anstoß für uns war dann zu sagen, wow, das ist ein mächtiges Bild. Und hat das, was so schleichend Einzug gehalten hat in unsere Welt, die Social-Media-Plattform Google seit etwas über 20 Jahren, Facebook, TikTok und so weiter, diese ganz, ganz mächtigen Systeme, Klammer auf Algorithmen, was auch immer da populistischen Begriffen gibt, erzeugen die bei uns nicht so ein ähnliches Gefühl. Ja, also, Oder auch nicht. oder Oder auch nicht. auch Also nicht. es wird ja oft kritisiert und reklamiert, dass diese virtuellen Welten, in der sich zunehmend mehr Menschen bewegen, dass die nicht korrespondieren mit der Realität. Ja. Ja, also das Bewusstsein, dass man sich in einer virtuellen Welt bewegt, tendiert ja immer mehr gegen Null. Ja. Also das wird ja als Problem definiert, dass gesagt wird, viele Menschen bewegen sich in diesen virtuellen Welten und halten diese virtuellen Welten für die Realität. Ja, die Frage ist, wer ist bei der Anzahl der virtuellen Welten, in denen sich zunehmend mehr Menschen bewegen, dann für sich reklamieren kann, er weiß, was die Realität ist. Absolut, absolut, absolut. Ja, vielleicht auch nochmal anschaulicher, wenn Gerd, wenn du und ich in Google die gleiche Suchanfrage eingeben, dann kriegen wir unterschiedliche Ergebnisse. Eigentlich, sag mal, lange, lange Zeit war mein Ansatz, wenn man mit dem gleichen Suchbegriff ins Internet reingeht, in Google reingeht, kriegen verschiedene Personen halt das gleiche oder dasselbe Ergebnis. Das ist aber nicht der Fall. Was? Hast du das mal ausprobiert? Ja. Ja? Okay. Ja, und das ist ein Mechanismus oder das ist ein wichtiger Mechanismus dessen, was man Internet nennt oder dieser Social Media Plattform. Also worum es dabei geht, ist, dass Gänsefüßchen, das System, diese Social Media Plattform, die versuchen, aus jeder unserer Suchanfragen ein persönliches psychologisches Profil zu erstellen. Die versuchen halt herauszufinden, eigentlich wie Psychoanalytiker oder ein Psychologe. Ja. Und das heißt, wenn wir eine Suchanfrage eingeben, vielleicht denkt ihr mal zurück an die Firma Cambridge Analytica vor einigen Jahren, die einige zweistellige Millionenanzahl von Facebook-Profilen abgegriffen hat, um dann so persönliche Profile zu erstellen. Ich habe das irgendwann mal gemacht und bei Cambridge Analytics oder Analytica und die generieren dann aus all diesen Likes und Herzchen und Texten ein Profil. Die haben das damals so in einem Pentagramm dargestellt. Also wenn ihr euch vorstellt, in der Mitte der Nullpunkt und dann geht die Achse, dann gehen so verschiedene Eigenschaftsachsen gehen davon aus und dann hat man, wie so ein Spinnnetzdiagramm, hat man dargestellt, wo wir bestimmte Sehnsüchte haben, wo wir Befürchtungen haben. Und dieses Profil ist immer verfeinert worden. Das waren vor ein paar Jahren nur 5 Eigenschaften, das sind inzwischen viel, viel mehr. Und das Tolle, in der Vorbereitung unseres Workshops habe ich halt auch ein paar YouTube-Clips angeschaut und ihr habt dann einen bemerkenswerten Satz gehört. Und zwar meinte einer, der Chefentwickler oder Vice President oder President solch einer Social Media Plattform meinte,
Das Problem, es trifft halt ein archaisches Kleinhirn der Menschen, das vor vielen, vielen Millionen Jahren geprägt wurde oder sich entwickelt hat, trifft halt auf Hightech. Und der Sinn dieser Algorithmen besteht dann darin, immer diesen archaischen Teil im Kleinhirn, ganz bestimmte Region, Nucleus accumbens, anzustupsen und uns schwindlig zu stupsen. Das heißt, immer so ein Be Belohnungssystem anzustupsen, um herauszufinden, wie wir re reagieren. Und das heißt, was dann geschieht, ist, dass für jeden von uns eine sehr, sehr individuelle Welt generiert wird. Das heißt, wenn die unser Profil erkennen, dann bekommen wir auch entsprechende Informationen. Also wenn wir ein Kids oder Jugendliche, wer auch immer, erkennen lassen, dass sie bestimmte Mädchen mit einer bestimmten Haarfarbe mögen, dann bekommen die halt Bilder von dem Typus an Mann oder Frau oder Mädchen oder Jungen, den sie wirklich mögen. Also das ist, diese Welt versucht ganz, ganz tief in uns zu erkennen, welche Sehnsüchte und welche Hoffnungen wir haben, um uns dann Gänsefüßchen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, und schwindlig zu stupsen, um mehr Produkte zu kaufen. So einfach ist das. Das heißt, Ja, gut. ja, das soll es Ja, das ist die technische Seite. Ja, Ja, ja. das ist die technische Seite, die mehr und mehr bekannt wird. Die Erkenntnis scheint aber auch nichts zu bewirken, weil der Einfluss auf diejenigen, die mit solchen Methoden operieren, gleich null ist. Also das heißt, es ist auch eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich finde sehr interessant, dass die Vorstellung, ja, also Menschen befinden sich aufgrund ihrer subjektiven Wahrnehmung in einer virtuellen Welt, ist nicht neu. Ja, es gab eine philosophische Richtung im 19. Jahrhundert, die nannte sich Empiriokritizismus. Die haben genau das entwickelt. Also ich glaube, Vertreter hießen Mach und Avenarius. Die haben ihrerseits gesagt, also die Realität, von der wir ausgehen, ist eine subjektiv gedachte. Und die Fragestellung, was das mit den Menschen macht, die wurde da nicht so explizit gestellt, sondern es war ein Streit zwischen dem, was man hinterher Materialismus oder Positivismus genannt hat, und denen, die eben gesagt haben, das ist subjektive Wahrnehmung. Und diese subjektive Wahrnehmung deckt sich zum Teil deckt sie sich eben nicht. Und das sind virtuelle Welten. Den Ausdruck haben sie nicht benutzt, ne? Sondern sie haben aber deswegen Empiriokritizismus, was uns jetzt auch nicht weiterhilft. Aber interessant ist, dass es im 19. Jahrhundert so einen Ansatz gab, ja, der eben mit der wahrscheinlich einhergeht mit der politischen Bedeutung des Individuums. Ja, das passt nämlich sehr gut, dass die Individualisierung oder das Individuum als Zentrum politischer Betrachtung zu einer Individualisierung geführt hat. Die Individualisierung natürlich die Empfindungen des Individuums mehr untersucht als die Empfindungen des Kollektivs. Das ist auf einem anderen Feld interessant, was für uns heute bei dem Thema interessant ist ja das, was in dem Film da völlig ja zum Teil skurril auch dargestellt wird, wir heute in einer klinisch reinen Laborsituation quasi haben, indem wir in einer zunehmend digitalisierten Welt leben. Hier ist das noch, also in anderen Ländern ist das weiter fortgeschritten als hier, aber was wir haben, ist tatsächlich, dass zunehmende Teile der Gesellschaft in virtuellen Welten, also nachweislich virtuellen Welten, sich bewegen. Da haben wir dann ja auch so Termini wie Aluhüte, ja, die benutzt werden und diese virtuellen Welten für die Realität halten. Ja, oder für das, was der Realität standhalten kann. Ja, und der Vorwurf sobald das politische Formen annimmt, der Vorwurf an diejenigen, die in den virtuellen Welten sind, ist,
Das hat aber mit der Realität wenig zu tun. Und es wird beansprucht, ein Bild von Realität zu haben, das allgemein gültig ist. Ja. Das sollte man auch anstreben. Nur der Vorwurf, ja, derer, die in den virtuellen Welten leben, an diejenigen, die reklamieren, die Realität zu kennen, ist, dass sie sich auch in einer virtuellen Welt bewegen. Ja, also wir haben diesen Begriff Aluhüte und wir haben Echokammern, von denen gesprochen wird, dass da dann auch immer nur so self-fulfilling prophecies stattfinden. Und wenn man sich das zum Beispiel das politische System ansieht, kann man ja auch durchaus die Frage stellen, ist das nicht auch eine virtuelle Welt? Ja, inwieweit, ja, also man muss ja nur in den Bäckerladen gehen morgens und sich mit den Leuten unterhalten, die handfesten Berufen nachgehen, die sagen, die da oben, die wissen doch gar nichts vom richtigen Leben. Ja, ja, also das ist ja der Vorwurf, sich auch in einer Welt zu bewegen, die mit deren Realität nichts zu tun hat. Und da ist die Frage, stehen wir eigentlich vor einer Aporie, also das heißt einer unauflösbaren Situation, dass wir alle nur noch gemeinsam haben, dass wir in unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Du hattest in der kurzen Vorbesprechung hattest du einen spannenden Begriff, Entschuldigung, Intentionalität. Ja, das... Das ist eine gemeinsame oder geteilte Intentionalität. Ja. Also der heißt das sowas wie Zielrichtung oder gemeinsames Ziel oder gemeinsames Verständnis oder was meint Intentionalität? Also das ist von Tomasello heißt der. Das ist ein Kommunikationsforscher, der auch unter anderem in Leipzig geforscht hat, Max-Planck-Institut. Und der befasst sich immer wieder mit diesem Thema Voraussetzungen von Kommunikation. Und neben dem, was wir alle so kennen aus der Populärwissenschaft, ne, wie, was ist, muss gegeben sein, damit Kommunikation funktioniert. Da heißt, ja, man muss auf Augenhöhe sein, man muss dem anderen unterstellen, dass er mit mir auch kommunizieren will und Sender und Empfänger müssen funktionieren und so. Und er sagt, die Grundvoraussetzung für Kommunikation ist eigentlich eine gemeinsame Intentionalität, das heißt die gemeinsame Absicht, dass Kommunikation auch funktioniert. Und das ist ja das große Problem, mit dem wir täglich uns auseinanderzusetzen haben. Ich habe den Eindruck, da wird immer gesagt, ja, man muss alles kommunizieren. Viele wollen ja gar nicht kommunizieren. Also im Sinne einer erfolgreichen oder einer gemeinsamen Absicht, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Ja, wie auch immer, wie viel Kröten auch jeder schlucken mag, aber die wollen das erst gar nicht. Ja, also viele haben nicht mehr die Absicht. Und wenn das aber die Grundvoraussetzung für Kommunikation ist, dann befinden wir uns wirklich in einer dramatischen Situation, weil wir in einer Zeit, die unter anderem die Überschrift hat Kommunikationszeitalter, die Voraussetzungen für gelungene Kommunikation gesellschaftlich gar nicht mehr haben. Ja, ja. Um nochmal Bezug zum Internet herzustellen, das Internet in Gänsefüßchen, das Internet ist halt eine Maschine, ist irgendetwas, das dazu beiträgt, dass so eine Art Atomisierung der Welten stattfindet. Also wenn ich jetzt nämlich mal von dem Film Matrix löse, wenn ich mir einfach mal vorstelle, wir sind ja, ein anderes mächtiges Bild. Ja, jeder hat im Internet seine eigene kleine Blase, die sich meinetwegen so in so einen flüssigen Raum bewegt. Und diese Blase, jede dieser kleinen Blasen, also meine Blase, meine maßgeschneiderte kleine Welt durch Google, TikTok und was auch immer, die wird immer spezifischer und je häufiger ich halt verschiedene Programme nutze, Google, desto eher bin ich davon überzeugt, meine Blase ist die einzige Blase. Nicht? Und meine Sicht der Welt ist die einzige Sicht der Welt. Und jetzt gibt es halt, nochmal, was dahinter steckt, ist halt so der Impuls, einfach die Umsätze zu erhöhen, indem die jeweilige
Social-Media-Plattformen halt uns wirklich perfekt zu erkennen versucht. Und dann gibt es dann, du hast den Begriff Echokammern erwähnt, dann gibt es halt so Blasen, die zueinander finden und eine etwas größere Blase bilden. Und die heißt dann Echokammern, weil die Personen, die virtuellen oder realen Personen, innerhalb dieser größeren Blase sich halt gegenseitig verstärken. Ja, und da kommt es nämlich zu Koalitionen, von denen man vorher gar nicht geglaubt hat, dass die zustande kommen können. Das haben jetzt die Demos in der letzten Zeit gezeigt. Ne? Genau. Da hast du hast du auf der einen Seite Esoteriker und auf der anderen Seite Faschisten. Ja. Und plötzlich stehen die Seite an Seite. Ja. Ja, weil es korrespondierende Elemente der unterschiedlichen Echokammer oder der unterschiedlichen virtuellen Welten gibt, ja, die sich zu einer Echokammer entwickeln. Und das sind Koalitionen, von denen man vorher oder mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Ja, das ist so eine Auswirkung. Was mich noch interessiert, ist die Fragestellung, was passiert eigentlich? Also es gibt ja die Versuche, in diese virtuellen Welten einzuwirken. Ja, also auch staatlicherseits, ja, indem man zum Beispiel sagt, Hassreden, Verunglimpfungen, verfassungswidrige Äußerungen auf Facebook muss Facebook untersagen. Ja. Also mal abgesehen davon, dass es sehr schwer ist, für den Staat so etwas zu ahnden. Das kann ich nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ein Privatunternehmen, das davon lebt, dem im Grunde das staatliche Gewaltmonopol zu überlassen, halte ich jetzt auch für ein starkes Stück, ja, muss ich dazu sagen. Ja. Es wird auf der einen Seite der Versuch unternommen, in diese virtuellen Welten einzudringen und sie zu verändern, was meines Erachtens ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Und auf der anderen Seite interessiert mich noch ein anderer Aspekt, da würde ich dich auch fragen. Der Verlust der eigenen virtuellen Welt hat ja desaströse Folgen. Ja, also wenn man sich die Abhängigkeit ansieht, ja, ja, die viele Menschen mittlerweile haben, also wenn man ihnen die Tools wegnimmt, ja, um in ihre virtuelle Welt zu kommen, ist ja der Aufstand angesagt. Ja, ja. Also mir fällt da immer so ein wunderbares, obwohl das archaisch ist, ein wunderbares Sprichwort ein aus der islamischen Welt. Da heißt es so schön, lieber ein Jahr ohne Sonne als eine Nacht ohne Sultan. Ne? Der Sultan wäre da das Smartphone. Ne? Ja. Es gibt Untersuchungen, oder vielmehr anders. Du hast jetzt gerade den Begriff Tool verwendet. Tool, Werkzeug. Und sag mal, man könnte annehmen, diese Social-Media-Plattform oder das, was ich bisher genannt habe, irgendwie das System Internet, aber präziser Social-Media-Plattform wie TikTok, Facebook und so weiter und Instagram, wären Werkzeuge. Und das Interessante, wir haben ein interessantes Interview gehört und da hat einer der Gründer solch einer Social-Media-Plattform gesagt, aus seiner Sicht sind es keine Tools, keine Werkzeuge. Denn Werkzeuge warten auf uns. Der Hammer liegt irgendwo in einem Werkzeugkasten und wartet auf uns, dass wir auf ihn zugehen. Das gilt auch für ein Fahrrad. Das Fahrrad steht oder liegt irgendwo und wartet darauf, dass wir auf es zugehen und benutzen. Ich meine, diese Social-Media-Plattformen sind deshalb keine Werkzeuge, weil sie nicht uns die Entscheidung darüber lassen, sie zu benutzen, sondern diese Social-Media-Plattformen haben uns so manipuliert, dass wir süchtig nach ihnen sind. Nicht? Das, was wir dann als Apps oder Tools bezeichnen, ist was ganz, ganz anderes. Viele von uns bekommen Entzugserscheinungen, wenn wir halt einen Tag oder eine Woche kein Smartphone benutzen. Die nachwachsende Generation der 10- bis 14- oder 18-Jährigen sind noch viel, viel stärker davon abhängig. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, also Experimente, bei denen man
junge Menschen gebeten hat, einfach mal einen Tag oder eine Woche das Handy wegzulegen. Und man hat dann beobachtet, zu welchen Entzugserscheinungen es kommt. Also das sind keine Tools, sondern das ist nicht irgendein System, das sind ganz, ganz mächtige Programme, künstlich intelligente Programme, die nur ein Interesse haben, uns von ihnen abhängig zu machen. Ja, also diese Social-Media-Plattformen sind Drogen. Und die Drogen haben nur ein Ziel, uns abhängig zu machen, sodass wir diesen Plattformen halt noch mehr Informationen über uns zur Verfügung stellen. Und die belohnen uns halt mit Likes, also die Stupp, ja, also 1 Million Likes oder 1.000 Likes, gerade von Menschen, die man schätzt, die stupsen uns schwindelig, nicht? Die triggern ständig unser Belohnungssystem an. Also was da passiert, ist eine ganz, ganz schlimme Abhängigkeit. Vielleicht noch ein Satz dazu. Es gibt dann im Zusammenhang mit Social Media Plattformen gibt es viele, viele kluge Sätze, unter anderem auch von jemand, der heißt Lanier. Das ist so jemand aus Kalifornien mit so langen Rasterzöpfen. Das ist so ein sehr beeindruckender Denker im Zusammenhang mit Internet. Und Lanier hat gesagt, wenn du für ein Produkt nichts bezahlst, bist du das Produkt. Das heißt, wir bezahlen ja für Google und die anderen Sachen bezahlen wir. Und dann sagt Lanier, okay, ja, dann bist du das Produkt. Und du bist insofern das Produkt, als diese Social Media Plattform halt immer, immer besser zu verstehen versuchen, was wir uns eigentlich wünschen. Ja, wir wünschen uns Anerkennung, Liebe und Anerkennung durch andere Menschen, die wir schätzen. Und aber dahinter steckt dann natürlich eine ganz spezielle Form von Kapitalismus, Gänsefüßchen-Überwachungskapitalismus. Die Systeme überwachen uns ständig und wir sind bereit, denen eine unglaubliche Fülle an teilweise sehr privaten Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das Ziel dahinter ist dann halt, diese immer feiner abgestimmten Informationen über uns Firmen zur Verfügung zu stellen, die uns dann halt Produkte anbieten. Also was dahinter steckt, ist ein unglaublich intelligente, ich will nicht sagen kriminelle, aber sagen wir, das ist im Grenzbereich bewegen. Die bewegen sich so in dem ähnlichen Bereich, in dem, wie heißt nochmal, die Drogenhändler, ich würde fast sagen, das ist so eine Kategorie mit mexikanischen Drogenhändlern oder der Ndrangheta. Ja, also was dahinter steckt, ist einfach abhängig machen, um halt Rentabilitäten noch mehr zu steigern. Das ist. Und das sind in einem Clip, den ich in Netflix gesehen habe. Das ist die Meinung vieler, vieler Leute, die bei den Social Media Plattformen mal in einer Verantwortung waren als Präsident, als Vice President, die dann ausgestiegen sind, weil sie in ein ethisches Dilemma reingekommen sind. Ja. Die haben dann das gesehen, was du gerade angesprochen hast, dass man sagt, diese Intentionalität, die gemeinsame Intentionalität, die geht verloren durch eine Atomisierung von vielen, vielen kleinen Welten. Und durch den Eindruck, dass meine Welt die einzige Welt ist, dass meine Welt halt real ist und dass andere sind halt irgendwie Imagination. Meine Ansicht, dass die Erde flach ist, die Erde ist flach. Und die Coronaviren werden halt über 5G transportiert. Unbedingt. Unbedingt. Ja, also da sind im Grunde genommen, also was ich jetzt feststelle bei unserer Diskussion, also wir können einzelne Phänomene erklären. Wir müssen davon ausgehen, dass wir wirklich als Faktizität unseres Daseins müssen wir akzeptieren, dass viele Menschen sich in unterschiedlichen Vorstellungswelten zumindest bewegen, dass die Kommunikation zwischen diesen Fortbildungswelten immer schwieriger wird, dass die Produktion der Vorstellungswelten in den Händen von Menschen liegt, die sehr mächtig sind. Da komme ich wieder zu der Frage der Eigentumsverhältnisse, die wird ja gerne ausgeklammert, aber wahrscheinlich wird man das nicht auflösen können.
ohne die Eigentumsfrage zu stellen. Also das heißt, die kann man nur entmachten, indem man ihnen tatsächlich ans Leder geht. Oder eine ganz archaische Geschichte, Strom abschalten. Ja. Ich würde da bei der Komplexität, ich würde da heute mal einen Bindestrich machen. Oder vielmehr einen Gedankenstrich. Ja. Ja. Weil sonst drehen wir uns wieder im Kreis. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Also wir leben in einer extrem spannenden Welt. Das wäre ein positives Fazit. Ja, du hast recht. Also uns ging es ja heute darum, einfach mal anzureißen. Wir wollten jetzt nicht über Realität sprechen. Wenn ich mir an die Nase packe, denke ich halt, ja, die ist real. Wir wollten heute einfach mal anstupsen, so dass die Social-Media-Plattformen eine problematische Welt darstellen. Okay. Und dass wir so ganz subkutan schlittern wir da rein und wir merken überhaupt nicht, dass da Abhängigkeiten entstehen. Aber bye-bye. Das soll es dann sein. Liebe Freunde, wir machen, glaube ich, nächste Woche Gerd nix. Das merken die nicht. Okay. So, liebe Freunde, macht's gut. Bye-bye. Und bye-bye.